Chris. Ja, Alex. Auf eine schöne Zeit. Ein paar Tage haben wir ja schon rum. Ja, die Idee, zum Great Lake zu fahren, ist uns tatsächlich auf dem Weg zum Teamtreffen gekommen, letztes Jahr. Wir haben uns über Seen in Frankreich unterhalten und kamen dann beide zu dem Schluss, dass wir doch gerne mal am Great Lake angeln wollen. Der jetzt Le Grand Etang heißt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. 3 Wochen später haben wir die ganze Sache hier gebucht. Und schon sitzen wir hier. Die Zeit bis dahin war elendig lang. Und jetzt haben wir schon wieder über die Hälfte des Trips hinter uns. Ne? Über den See selber braucht man ja nicht viel sagen. Great Lake, wie er früher hieß, ist bekannt für seine wirklich wunderschönen Fische, große Fische. Ich erinnere mich da an The Queen mit an die 30 Kilo und etlichen weiteren riesengroßen Fischen mit Riesenschuppen. Und diese Herausforderung wollten wir einfach mal aufnehmen und gucken, wie wir hier so klarkommen an dem See. Ne? Und da sitzt man. Ja. Genau, dass es kein einfaches Gewässer ist, das ist ja auch relativ bekannt. Also man liest ja viel im Internet über das Gewässer und ist ja schon, dieser See hat ja fast einen Kultstatus, würde ich fast sagen. Also auf jeden Fall. Pilgern ja wirklich sehr, sehr viele Angler hin. Auf jeden Fall. Und er wird auch nicht umsonst als der schwierigste Pay Lake. Soll einer der schwierigsten Pay Lakes in Europa sein. So wird er zumindest betituliert. Ne? Ja. Gebucht haben wir bei The Carp Specialist. Ganz easy. Sind angekommen hier. Wurden herzlichst empfangen. Von der Lucy. Von der Lucy, der Besitzerin hier. Genau. Wirklich top. Haben dann noch das Glück, dass wir wirklich alleine sind. An dem See. Ja, wir sitzen auf Stelle 1. Der ganze See ist komplett frei von Anglern. Dadurch haben wir auch jegliche Möglichkeiten, hier die Seebereiche zu wechseln, zu moven. Die Lucy, die ist ganz entspannt. Genau, die hat uns alle Möglichkeiten offen gehalten. Wir können hin, wo wir wollen. Wir können angeln, wo wir wollen. Das werden wir auch machen oder machen wir auch schon. Genau. Genau. Vielleicht einmal kurz zur Vorbereitung. Die Vorbereitung, die wir getroffen haben hier, wir haben uns natürlich Gedanken über Futter gemacht. Was nehmen wir mit? Da spielen natürlich einige Szenarien im Kopf durch, bevor man so einen Trip angeht. Wir sind da ein bisschen unterschiedlich aufgestellt. Also ich habe den PFX 66 im Gepäck, dazu den Smoked Krill, einer aus unserer neuen Serie. Und ich versuche, zumindest in den ersten Tagen habe ich versucht, relativ hoch attraktiv zu fischen. Ich habe die Boilies mit dem dementsprechenden Liquid gesoaked und alles so ein bisschen vorbereitet. Viel Stickmix habe ich dabei, Teig habe ich dabei, die passenden ID-Pop-Ups habe ich dabei und einmal alles durchprobiert. Also die ersten Routen, die habe ich auch mit ausbalancierten Werftern bestückt und alles, was die Trickkiste hergibt. Genau, einmal komplett durch. Bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe mich für den VNX Plus entschieden. Absoluter Lieblingsköder von mir. Schon viele Fische mitgefangen, auch große Fische mitgefangen und der Nasty Shrimp ist mit dabei. Denn Nasty fängt sie alle, ne? Nasty fängt sie alle, genau, der berühmte Spruch, den kennt man ja. Ich hoffe, dass Nasty hier auch noch den ein oder anderen Fisch rauskitzeln kann. Ne? Ja, also ich denke mal, ködertechnisch sind wir da auf jeden Fall breit aufgestellt. Genau. Relativ gut aufgestellt, also daran soll es auf jeden Fall nicht scheitern. Was wir allerdings dazu sagen müssen ist, wir kamen ja am ersten Tag an. Klar, die Vorbereitung, die war super. Nur das Wetter hat uns leider nicht so ganz in die Karten gespielt. Ne? Genau. Da wurden wir tatsächlich ein bisschen ausgebremst. Wir kamen ja an, wir hatten super viel Wind auf dem See. Unser Plan war ja eigentlich mit der Drohne vorab über den See zu fliegen, die Fische zu lokalisieren, krautfreie Stellen zu suchen. War leider nicht ganz so möglich, wie wir es uns vorgestellt haben. Genau. Ne? Also gerade die ersten beiden Tage waren für mich persönlich echt die Hölle, weil, wie gesagt, mit der Drohne fliegen ging dann teilweise schon noch. Wir haben auch was gefunden.
Dann mit dem Schlauchboot rauf, ohne E-Motor, nur mit Paddeln. Hintergrund da ist, dass ich mir die Hoffnung mache, dass ich mit den Paddeln halt weniger Aufmerksamkeit errege als mit dem E-Motor. War in dem Fall von den ersten beiden Tagen nicht der Fall, weil ich so wild über den See gepaddelt bin, dass ich mit Sicherheit alle Fische aus den Arealen verschreckt habe. Ich bin da ein bisschen bequemer. Ich habe meinen E-Motor dabei. Aber auch wesentlich einfacher unterwegs. Ja, ne? Also ja, muss ich sagen, würde ich auch so nicht mehr machen. Aber du warst ja kreativ, ne? Ja, ich war kreativ, habe mir dann einen Anker gebaut. Den hatten wir leider nicht mit im Gepäck und hat ja, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Genau, ne? Das war dann gestern der Tag, der dritte Tag. Ich meine, vielleicht sollten wir mal drauf eingehen, was dann in der dritten Nacht passiert ist. Ja, genau. Da hat es dann doch endlich mal geklappt. Genau. Ja. Also die ersten zwei Nächte, die waren dementsprechend wirklich sehr, sehr schwierig, weil die Routen einfach nicht so lagen, wie wir sie ablegen wollten. Ja, da hatte ich auch absolut gar kein gutes Gefühl. Also nee, ich bin an Land gepaddelt, hatte eine Laune wie, ja, wie weiß nicht was. Und genau. meine Gefühle waren, also ich habe nicht damit gerechnet, einen Fisch hier zu fangen, definitiv nicht. Nicht so, wie die Routen an dem ersten Tag lagen. Aber auf jeden Fall. Wettertechnisch hatten wir auch wirklich alles dabei. Ne? Ja, stimmt. Also ja. Wirklich von Hagel, ja. Sturm, ab und zu mal eine Sonnenstunde. Also wirklich einmal so alles, was der April ja. oder Ende März so hergibt. Ne? Ganz genau. Also das war wirklich echt heftig. Ja. Naja, auf jeden Fall am zweiten Tag sollte dann das Wetter ein bisschen besser werden. Der See hat sich ein bisschen beruhigt. Wir hatten deutlich, deutlich weniger Wind auf dem See. Und dann haben wir auch die paar Stündchen genutzt, nochmal die Routen neu gelegt und dann präzise wirklich an der Krautkante abgelegt. Ja, und dann hat dein Bauchgefühl tatsächlich recht behalten. Dann hat mein Bauchgefühl recht behalten und meine Prognose, wann was passiert, hat auch recht gehalten. Ich kann mich an 23.30 Uhr erinnern. Da kann ich mich auch dran erinnern. Ich hatte mich gerade im Schlafsack eingemuckelt und umgedreht. Da hörte ich auf einmal jemanden schreien, ne? Und hörte so Fisch. Fox-Bissanzeiger piepen. Der dunkle Ton. Ich denke, oh, da gehst du mal gucken. Und da stand er schon mit der Komoruta am Ufer, ne? Der Kollege. Ja, wir hatten natürlich super viel Bodenkraut. Ich habe die Rute aufgenommen und war auch nicht anders zu erwarten. Der Fisch, der hing dann tatsächlich schon, oder zumindest hing die Schnur irgendwo im Kraut fest. Und dann kam der Chris auch super schnell mit dem Boot rüber gepaddelt. Wir beide ab ins Boot, Kontakt zum Fisch aufgenommen. Und dann hat es aber Gott sei Dank funktioniert. Hatten wir relativ schnell den ersten Fisch dann im Kescher. Ja, aber dafür sind wir hier. Ne? Teamwork gewinnt immer, ist einfach so. Ist grundsätzlich bei so einem Teamwork. Trip extrem wichtig, dass man jemanden hat, mit dem man zusammenarbeiten kann. Gar keine Frage. Genau. Und so konnten wir den Fisch dann auch sicher landen, ne? Im Endeffekt. Der erste Franzose aus dem Gewässer. Sehr schön. See, haben wir damit abgehakt. Genau. Dazu müssen wir aber sagen, es war keine Great Lake Legende oder kein Great Lake Unikat. Es war ein kleiner Spiegelkarpfen, schöner feister Spiegelkarpfen. Hier zu fischen, da denkt man natürlich an wirklich an große Spiegler mit riesengroßen Schuppen oder schöne Zeiler oder auch ein großer gelber Koi, den wir übrigens auf der Drohne gefunden haben. Genau. Der auch schön gefressen hat, wie man richtig gut auf der Drohnenaufnahme sieht. Ja. Aber wir haben noch drei Nächte. Wir haben noch drei Nächte. Da kann auch wirklich viel gehen. Ganz genau. Gestern hatten wir die Routen draußen, weil wir einkaufen waren. Danach haben wir sie neu gelegt. Und dann kam auch wirklich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich hier angekommen. Und meine Routen liegen perfekt und auch perfekt für die nächsten 48 Stunden oder länger. Wir müssen dazu auch sagen, wir sind mit der Drohne drüber geflogen und Fische haben wir gefunden. Also wir haben wirklich einige Fische gefunden. Ja, stimmt. Und wir haben das jetzt über mehrere Tage so ein bisschen verfolgt mit der Drohne, wie die Fische ziehen. Und im Prinzip ziehen die Fische eigentlich immer an ähnlichen Zugrouten entlang. Ja. Und genau die Zugrouten haben wir auch abgesteckt.
Also unsere Routen liegen, wenn man es strategisch betrachtet, relativ gut. Relativ gut. Ja, vor allen Dingen haben wir viele Seeteile abgedeckt. Ne? Wir haben das Freiwasser abgedeckt, wir haben die Zugroute zum anderen Seeteil rüber haben wir abgedeckt. Wir haben den Schonbereich hinten abgedeckt, beziehungsweise den Totholzbereich mit zwei Routen abgedeckt. Ja, also es heißt einfach nur noch warten. Ne? Ich meine, die alte Faustregel, die uns hier viele Angler, die vorher hier waren, genannt haben, lasst die Routen liegen, behaltet die Ruhe und wartet ab. Die Fische ziehen, die finden euer Futter und dann fangt ihr auch was. Genau. Beherzigen wir auch und wir lassen die Routen auch wirklich liegen. Ne? Muss ja, schon sagen. Also mein Fisch, der lief jetzt nach 30 Stunden circa ab. Wir haben uns eigentlich als Ziel gesteckt oder fest vorgenommen, dass wir die Routen mindestens 48 Stunden liegen lassen. Ja. Haben wir auch eigentlich konsequent so durchgezogen, genau. Würde ich sagen. Wir waren uns jetzt wirklich bei den letzten Malen, als wir die Route gelegt haben, waren wir uns sehr sicher, dass die Route auch wirklich sauber platziert ist. Und wenn man Vertrauen in sein ganzes Vorgehen hat, kann man die Route auch definitiv 48 Stunden liegen lassen. Auf jeden Fall. Und wir haben auch schon gesehen, dass es Erfolg gebracht hat. Also nach 30 Stunden lief dann ja auch der Fisch ab. Und da muss ich nochmal auf das Thema Vertrauen, wie die Route liegt, eingehen. Erstmal habe ich wirklich Startschwierigkeiten gehabt, die Route so lange liegen zu lassen vom Kopf her, weil meine normale Angelei am Kanal und am Fluss ist halt so, die Route liegt über Nacht, danach mache ich sie neu. Und die Route hier so lange liegen zu lassen ohne Biss und nicht drüber nachzudenken, mache ich was falsch, liegt die Route schlecht, habe ich einen falschen Köder drauf, habe ich die falsche Köderfarbe drauf, ist echt schwer, finde ich. Sich davon zu lösen und einfach zu sagen, die Route liegt gut, die Route bleibt da liegen. Ja. Davon muss ich mich lösen, definitiv. Und dann kam an meinen Spots, ich fische auf eine Landzunge zu, die hinter uns liegt. Relativ flach, ca. 1,50 Meter Wassertiefe, die Wasservögel hinzu. Und da hatte ich schon wirklich, wirklich viele Aktionen, viele Pieper, viele Picker von den Vögeln, die mir die Montage mir womöglich verzogen haben. Und einen Zwischenfall gab es dann auch noch, auf den ich jetzt hier nicht näher drauf eingehen möchte. Mit einem Vogel. Und, ja gut, das gehört das, in dem Fall einfach dazu. Das gehört einfach dazu, da muss man sich drauf einstellen. Ich habe dann meine Rigs angepasst, bin halt von Camo-Material auf Boom-Material gegangen, halt super steif, dass sich die Montage wieder wegstreckt vom Blei, falls wirklich mal ein Vogel kommt und die hochpickt. Und somit bin ich damit auch d'accord und ich bin auch sicher, dass die Route immer wieder gut liegt und der Boily halt dran ist. Ja, ganz genau. Das Beifutter, was dabei liegt, wird halt aufgenommen von den Vögeln, wird halt von den Schwänen auch gefressen, die auch zahlreich hier vorhanden sind. Ja, ja, da muss man halt mit leben. Ja genau, du fischst ja nach links in genau. Das Areal rein, da geht es dann rüber in das Schongebiet-Segment des Sees. Also sehr flacher Seebereich ist. Genau, also da befindet sich ja quasi so ein Übergang vom Seekorpus ins Schongebiet. Ja. Da hast du auch relativ strategisch deine Routen platziert, direkt einer am Eingang. Ja. Und sobald die Fische ziehen, wenn die Sonne rausgeht, können wir uns gut vorstellen, dass die Fische schon die flacheren Seeareale aufsuchen. Ganz greifst genau. Du die da definitiv ab. Genau. Ja. Unseren Zielfisch haben wir auch schon gesehen auf der Drohne. Den haben wir schon gesehen. Genau. Den können wir vielleicht jetzt nochmal einblenden. Genau, ja. Richtig, den blenden wir mal ein. Du hast wirklich einen sehr, sehr schönen Fisch da gesehen. Also sehr vermutlich groß, deutlich über 20 Kilo, über 25 Kilo würde ich sogar schätzen. Also war wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Fisch. Ja. Und das wäre schon. Den löffeln wir hoffentlich noch ab. Ganz genau. Ich fische auf jeden Fall in den rechten Bereich des Sees. Und da befindet sich auch eine relativ große Sandzunge, umgeben mit einem relativ massiven Krautfeld, mit viel Bodenkraut. Und da konnte ich auch viele Fische lokalisieren in dem Bereich. Und damit ich mit meiner Route vernünftig den Köder platzieren kann, habe ich es eigentlich so gemacht, dass ich mit dem Schlauchboot raus bin aufs Wasser und parallel zum Schlauchboot die Drohne steigen lassen habe. Ich habe mich quasi mit der Drohne verfolgt und konnte wirklich 1:1 sehen, wo ich mich im See befinde. Und habe so super schnell die Krautkanten ausfindig machen können und konnte super meine Route platzieren.
Damit ich die Bodenstruktur so ein bisschen besser kennenlerne in dem Bereich, habe ich einen Prodding Stick verwendet. Ich habe mit dem Prodding Stick die Krautkante quasi abgeklopft und nach etwas härteren Stellen gefunden. Also wir haben super viel lehmige Stellen, wir haben harte Stellen, wir haben krautige Stellen, also es ist so ziemlich einmal alles dabei. Als ich auf jeden Fall, oder als ich dann die eine etwas härtere Stelle gefunden habe, habe ich den Prodding Stick als temporären Marker verwendet. Ich habe den Prodding Stick in den Boden reingestochen und konnte somit quasi präzise die Route auf dem harten Untergrund ablegen. Ich habe den Köder einfach neben dem Prodding Stick gelegt, um den Prodding Stick herum gefüttert und den Stick letztendlich wieder entfernt. Die Stellen habe ich mir im GPS abgespeichert, ja, und konnte so immer wieder aufs Neue die Stellen anfahren, mal anfliegen auch mit der Drohne, also die Spots dann kontrollieren aus der Luft heraus. Man muss ja sagen, zu diesen neuartigen Hilfsmitteln, da macht ja der eine vielleicht denken, was er will, aber ganz ehrlich, hätten wir diese Sachen nicht hier, wie die Drohne, wie ein GPS, wie ein Echolot und so weiter und so fort. Wir würden hier ins Blinde angeln. Man würde einfach ins Blinde angeln, so fliegen wir mit der Drohne und suchen Fische, finden Fische. Und gut, dann müssen sie letztendlich immer noch beißen, gar keine Frage. Aber man findet auf jeden Fall Areale, in denen man heiß liegt mit den Ruten. Das ist ganz wichtig. Und da ist diese moderne Angelei von Karpfenangeln, diese moderne Angelei des Karpfenangelns doch das schon echt gut, muss man sagen, mit den Hilfsmitteln. Ne? Das definitiv, erleichtert einem definitiv vieles und auch für seinen Kopf selber ist das echt, ja, echt das krass gut. Ne? Ja, das stimmt. Man weiß einfach, dass die Ruten vernünftig platziert sind, genau, und man hat nicht dieses unruhige Bauchgefühl, ja, also man kann sich da eigentlich relativ sicher sein, dass, genau, was man gemacht hat, auch wirklich gut, genau, ist. Ne? Ja. Ja, jetzt haben wir noch 3 Nächte vor uns. Ja, ein bisschen was haben wir. Die Halbzeit, genau, haben wir erreicht, genau, quasi. Die Routen liegen jetzt circa, boah, genau, 18 Stunden, denke 18 ich. Stunden. Die, ja, werden wir aber auch definitiv bis morgen die noch liegen lassen. Definitiv liegen, genau. Heute soll es noch richtig warm werden, um die 20 Grad mit einem schönen Wetter. Ja. Sehe ich noch nicht so viel von, aber naja, vielleicht kommt der Nachmittag noch. Genau. Und dann zum Freitag hin soll es wieder richtig mies werden, aber warm bleiben, ja, und vor allen Dingen der Luftdruck fällt. Der Luftdruck, der fällt, also kontinuierlich, das ist jetzt kein großer Luftdruckschwank, genau, den, genau, wir haben, sondern der fällt einfach wirklich, ja, kontinuierlich Tag für Tag. Ja. Was es echt Hoffnung macht, dass wir noch einen oder den anderen noch fangen können. Ich sag mal, dieses wechselhafte Wetter ist ja eigentlich sogar, ja, ich persönlich mag es eigentlich, muss, ja, ich ganz ehrlich sagen. Ja, das schlechte Wetter ist meistens gut, ist meistens fängig, ja, ne? Also, ist wirklich so. Aber wir werden sehen, die Routen liegen gut, die Routen, genau, liegen auf jeden Fall präzise, das Futter passt, ganz, genau, klar. Ganz, und, genau. Ja, wir lassen uns einfach mal überraschen, was jetzt noch in den, genau, nächsten 3 Tagen passiert. Richtig. Wir lassen uns noch gut gehen. Wir machen noch mal ein bisschen Urlaub hier. Wir werden gleich noch mal schön was speisen, genau, würde ich sagen. Richtig, ne? Das machen wir. Und warten, bis, ja, einer abbrennt, würde ich sagen. Das eine oder andere werden wir uns mit Sicherheit auch noch gönnen. Auf jeden Fall. Und c'est la vie. C'est la vie. Viva la France. So Leute, heute ist Freitag, morgen geht schon wieder nach Hause und ja, eine Nacht haben wir jetzt noch vor uns, mal schauen, wir haben gestern auf jeden Fall nochmal neu die Routen gelegt, lassen die jetzt wieder 48 Stunden liegen bis Samstagmorgen und schauen mal, ob noch einer geht. Naja, heute kommt die Lucy nochmal vorbei, heute ist der Tag vor der Abreise, da gibt es nochmal eine Pizza, da lassen wir uns nochmal überraschen. Dann lassen wir uns heute Abend noch mal richtig gut gehen, bevor wir die Sachen zusammenrödeln. So wie es aussieht, dürfen wir morgen im Regen zusammenbauen. Da freuen wir uns auch schon riesig drauf. Juhu. Aber gut,
So ist es manchmal. Ne? Das ist letztendlich Angeln.